Während Lilly schwer am Arbeiten ist, scheint Vicky sich eher auf ihre neuen Nägel zu konzentrieren. Oh, ich bin so froh, dass ich mich für Apfelrot entschieden habe. Na, komm schon. Nee. Ach no, ich habe die gerade erst machen lassen. Nicht zu fassen. Ach, es ist okay, Vic. Das ist doch nur ein Nagel. Hier, willst du den letzten Schluck von meiner Cola? Das ist ziemlich eklig, aber ein süßes Angebot. Danke. Nichts ist besser als ein wenig Zucker, um den Blues zu vertreiben, oder? Moment mal, diese rote Flasche passt zu meinen Nägeln. Vielleicht kann ich was tun, um diese schreckliche Situation zu beheben. Schneide zuerst die Plastikflasche in der Mitte durch. Genau so. Entferne dann den unteren Teil der Folie und löse sie vom Kunststoff, an dem sie befestigt ist. Schnapp dir jetzt eine Schere und schneide den Plastikring durch. Wickle den Kunststoff fest um einen Stift. Und zwar so. Mach immer weiter, bis alles fest umwickelt ist. Wenn dir das Plastik zum Herumwickeln ausgeht, befestige es mit einem dünnen Stück Klebeband. Lege das Ganze in eine kleine Schüssel und fülle sie mit heißem Wasser, bis oben zum Rand. Nach einer Weile, wenn das Wasser ein bisschen abgekühlt ist, kannst du das kleine Plastikstück herausnehmen. Stelle die Schüssel beiseite und schneide das Plastik an der Seite durch. Dreh es jetzt einmal um und mach das Gleiche auf der anderen Seite. So. Siehst du all diese Plastikteile? Für diesen Trick brauchst du nur eines davon. Nagelkleber dient als Basis für deinen neuen Acrylnagel. Nimm jetzt das Plastikteil und lege es über deinen Nagel. Und trage etwas Nagellack auf, um das Ganze abzurunden. Hey, das sieht super gut aus. Und du würdest nie vermuten, dass es nicht Teil der ursprünglichen Maniküre war, oder? Das war knapp. Schau dir das an. Es ist offiziell, du bist das tollste Mädchen der Klasse, Vicky. Ich mache nur einen kurzen Telefoncheck. Oh, jemand ruft mich an. Ach, so süß. Ich könnte mein Handy umarmen. Klar, du kannst dir was ausleihen. Das schwarze Kleid mit den Trägern, oder? Oh, sie hat ihre Schminktasche dort drüben vergessen. Das ist meine Chance. Joink, schnell weg. Da ist er. Oh mein Gott, ich muss etwas unternehmen. Wo ist er? Hier, das wird definitiv funktionieren. Okay, gut, sie sehen zum Knutschen aus. Ich mache auch lieber meine Haare auf und schüttle sie. Wah, sie kleben an meinen Lippen. Ich weiß nicht, vielleicht ist das nicht genug. Soll ich das auch benutzen? Yep, ich denke schon. Nur ein kleines bisschen. Es ist so leicht. Einfach vorsichtig auf meine Lippen streichen. Erledigt. Jetzt kann ich es wegpacken. Das ist meine Chance. Oh, wow. Deine Lippen. Ja, wir werden uns küssen. Hey, hört sofort auf. Du hast mein Make-up genommen. Komm wieder her. Uah, Mädchen sind unheimlich. Nicht mehr lange und wir sind fertig. Oh, hier ist es irgendwie unheimlich. Vielleicht sollte ich das nicht tun. Beruhig dich, alles wird gut. Wie lange wird es noch dauern? Alles klar, du bist fertig. Oh, sie sieht so cool aus. Okay, ich schaffe das auf jeden Fall. Sei mutig. Hey, wonach suchst du?
Eine Sekunde. Kannst du das auf meinen Arm machen? Oh, sorry. Nö. Nein, aber warum? Lies die Schilder, du musst 21 sein. Sorry, ich mach nicht die Regeln. Oh, okay, na gut, dann gehe ich wieder. Das ist eine gute Idee. Hey, wer ist der Nächste? Das ist nicht fair. Ich war so mutig, dorthin zu gehen. Und jetzt verläuft dann noch mein Make-up. Heute war der schlimmste Tag. Sie war nicht mal nett zu mir. Ich kann mich nicht erinnern, das gekauft zu haben. Warte, ich denke, das kann helfen. Ich muss noch eine Schablone machen. Okay, und jetzt auf den Arm, wo ich es hinhaben will. Jetzt zum Kleber. Ich verteile ihn einfach mit dem Pinsel. Fertig. Als nächstes Glitzer. Ich muss aufpassen, dass ich keine Stelle auslasse. Ich verteile es gut, damit es auch schön glatt wird. Genau so. Jetzt kommt die große Enthüllung. Das ist so süß. Nur noch den zusätzlichen Glitter wegpusten. Wow, das ist toll geworden. Davon brauche ich definitiv ein paar Bilder. Ich muss das auf jeden Fall auf Instagram posten. Oh nein, Mama kommt. Ich mache das lieber ab. Uff, das geht nicht ab. Oh, schau dich an. Tu mir einen Gefallen und räum hier auf. Wird gemacht. Hab dich lieb, Mama. Puh, das war ganz schön knapp. Mann, ist mir langweilig. Was? Niemals. Soll ich? Oder soll ich nicht? Ich sollte. Was? Nix drin? Kein Geld? Ah, und jetzt? Na, dann scrolle ich eben weiter. Ach, ich bin so müde. Ich sollte einfach ins Bett gehen. Aber so ein Mist mit meinen Augenbrauen. Vielleicht kann ich doch noch was tun. Ha, warte mal. Was, wenn ich... Ja, ich denke, das könnte klappen. Ich muss sie schön einseifen. Gut, jetzt meine Brauen durchbürsten. Ja, sie wird schön geformt. Auf zur nächsten. Wow, das hat super funktioniert. Wow, niemals. Ihre Augenbrauen sind unglaublich. Da bin ich, bereit für die Schule. Oh, wow, sie ist so hübsch. Niemals. Schau dir ihre Augenbrauen an. Okay, ich sollte auch meine Brauen zähmen. Ah, das war eine. Oh, wow, sie ist so hübsch. Oh, du bist einfach die süßeste kleine Mieze. Jetzt bleib schön hier sitzen, während Mama sich fertig macht, okay? Ich hoffe, das hält. Ich habe einen langen Tag vor mir. Wow, aufgepasst mit dem Pfötchen. Na, das weißt du aber besser. Nein. Nein, nein, nein. Oh. Oh, der ganze Puder ist ruiniert. Das soll wohl ein Scherz sein. Das Ding war auch noch brandneu. Kann ich das Zeug jetzt überhaupt noch benutzen? Och, Mann. Dann glänze ich jetzt wohl auf ewig. Es sei denn... Vielleicht ist diese Flasche das Problem. Einfach die Puderkrümel nehmen und etwas zerkleinern. Das Ende eines Pinsels geht am besten. Dann etwas Parfüm drüber sprühen. Sobald es nass ist, vermengen wir das Ganze mit einer Bürste. Na, sieht doch schon besser aus, oder? Achte darauf, es gut zu glätten. Das war einfach. Dass es jetzt nach Blumen riecht, ist ein Bonuseffekt. Und schon ist es wieder fester Puder. Krise verhindert.
Keine Sorge, Prinzessin, du bist aus dem Schneider. Wer kann schon auf dieses Gesicht sauer sein? Aber vielleicht spielen wir nicht mehr hier oben, okay? Manchmal braucht es nur einen Blick in den Spiegel, um zu realisieren, dass du etwas Pflege brauchst. Hey, wieso sind denn meine Lippen so trocken? Ich muss dich zurückrufen. Oh, so peinlich. Was mache ich denn jetzt? Oh, die Haut, die fällt ja quasi von mir ab. Aber ich will sie nicht abziehen. Ein Lippenbalsam sollte helfen, oder? Aber kein Wunder, dass meine Lippen spröde sind. In dem Ding ist ja nichts mehr drin. Oh, ich komme einfach nicht zur Ruhe. Etwas Lippenstift hilft. Oh, der ist auch durch. Oh, es gibt keine Hoffnung für meine Lippen. Es sei denn, putze deinen leeren Lippenbalsambehälter und lege ihn zur Seite. In einem Schälchen mischst du dann Kokosöl, Vaseline und ein Stück deines Lieblingslippenstifts. Perfekt. So wie die Mischung schmilzt, gieße sie in den leeren Behälter. Dann zum Härten ab in den Kühlschrank. Bis bald, Kleiner. Da bin ich wieder. Oh, du siehst perfekt aus. Zeit für einen Testdurchlauf. Aber ich muss das richtige Ende benutzen. So. Oh, Mädel, diese Lippen brauchen das wirklich. Oh, hey, perfekter Schmollmund. Du hast echt den Tag gerettet. Oh, ich muss Vicky zurückrufen. Oh, ist das Ding über Nacht gewachsen? Ob das atmet? Oh, das werden wir jetzt für alle mal los. Und ich kenne genau den richtigen Trick dafür. Nee. Abdeckung kommt zur Rettung. Ich mische das Miststück einfach weg. Ja, du brauchst noch ein bisschen mehr, Mädchen. Oh. Ja, eine Schicht mehr sollte reichen. Mensch, bewegt er sich? Das war's. Deine Tage sind gezählt, Pickel. Oh, ja, das ist nicht gerade unauffällig. Och. Frag mich, ob das hier was ausrichtet. Na, ein Versuch ist es wert. Wenn du ein bisschen blauen oder grünen Lidschatten übrig hast, vermische ihn mit deinem Concealer. Vermixe alles gut mit einem Pinsel. Dann trage es mit dem Pinsel auf den Schandfleck auf. Na, das kann schon ein paar Schichten erfordern. Oh mein Gott, nimm das, du hässlicher Pickel. Ach, die Magie der Farbverdeckung. Tierische Auftragen von Make-up hat was Friedliches. Bis sich deine beste Freundin einmischt und dein Spiegel teilen will. Im Ernst, Lana? Lilly, hast du noch nie gehört, dass Teilen wichtig ist? Kommt schon, Mädels, nicht streiten. Es muss doch einen Weg geben, das zu klären. Ja, ja, beste Freundin, man kann nicht ohne, aber auch nicht mit ihnen leben. Nie schmollen, Lady, du kannst diese wütende Energie immer in einen Streich stecken. Ja, die Dinge bessern sich bereits. Lana will ihr Make-up so dringend auftragen, ha? Gut, dann gebe ich ihr etwas Make-up zum Auftragen. Nur ein oder zwei Tropfen reichen aus. Okay, nehmen wir 5 oder 6. Ich habe deine Grundierung für dich vorbereitet, Lana. Oh, Mann, noch ein Pickel? Ah, das nervt. Ich werde es einfach mit einer Schicht Grundierung abdecken. Keine große Sache. Warte mal, das ist aber nicht meine Farbe. Lass mich raten, damit hattest du was zu tun, Lilly. Aber vielleicht kann das für was anderes funktionieren. Sieht so aus, als ob jemand ein Überraschungs-Makeover bekommt. Wenn ihr einen tieferen Farbton der Grundierung auf einen Pinsel auftragt, könnt ihr ein paar Sommersprossen in euer Gesicht zaubern. Wow, oh, das sieht echt hübsch aus. Ich weiß, ich sehe super aus, hm? Sieht so aus, als würden sich manche Streiche zum Guten wenden. Au!
Mensch, wir hatten diese spitze Haarnadel auf der Couch liegen lassen. Oh, das hat bestimmt wehgetan. Ah, oh, irgendwas hat mich gerade in den Fuß gestochen. Oh Mann, du kleiner Strolch, du. Okay, ich habe ein paar Minuten, um mich vor dem Unterricht zusammenzuraufen. Okay, die kann ich nicht vergessen. Ein bisschen Make-up könnte ich eigentlich auch noch gebrauchen. Die Wimpern brauchen definitiv ein bisschen Hilfe. Mal sehen, ob meine Wimperntusche hier drin ist. Wo ist sie denn bloß? Igitt! Mann, noch eine Haarnadel? Verschwören sich diese Teile gegen mich oder was? Wenn du ein Mädchen bist, gibt es keinen Zweifel, dass du die Notlage der verlorenen Haarnadeln verstehst. Im Ernst, leere jegliche Handtasche oder Rucksack und ihr werdet wahrscheinlich ein Arsenal von Haarnadeln finden, die ihr völlig vergessen habt. Schaut, Theorie und Beweis. Wenn es nur einen Weg gäbe, sie alle zusammenzuhalten, anstatt sie einfach überall herumzuwerfen. Oh, ich habe vergessen, dass ich Tic-Tacs hatte. Warte mal eine Sekunde. Ich denke, ich habe eine Idee, um das Haarnadel-Debakel zu lösen. Bevor ihr einen alten Minzspender wie diesen hier wegwerft, überlegt doch mal, ob ihr nicht in einen Haarnadelhalter verwandeln möchtet. Schafft einfach die bösen Jungs da rein und schon seid ihr fertig. Ihr könnt ihn sogar verschönern, wenn ihr möchtet. Also wenn ihr jetzt eine schnelle Haarnadel braucht, dann steckt sie hier drin und nicht in eurem Fuß. Super süß, Lana. Okay, jetzt muss ich aber wirklich in den Unterricht. Aber nicht ohne diesen praktischen kleinen Kerl hier. Ach, ist sie nicht schön? Für die meisten Mädchen ist es ein Kinderspiel, Make-up aufzutragen. Natürlich nur so lange, bis es Zeit ist, die Augenbrauen nachzuziehen. Keine Panik, Lilly, du schaffst das. Oder vielleicht auch nicht. Oh je, bei all diesen Umrissen und Schattierungen sind die Augenbrauen oft etwas intensiver als beabsichtigt. Ja, verstehst du, was ich meine? Du hast was verloren, Vicky. Bevor du diese Pinzette zurückgibst, probier mal etwas Neues aus. Wusstest du, dass du deine Brauen leichter nachzeichnen kannst, wenn du etwas von dem Stift auf das Metallteil einer Pinzette aufträgst? Okay, und so geht's. Beginne an der Innenseite deiner Augenbraue und bewege die Pinzette zum anderen Ende, ohne sie anzuheben. Lass das Ganze am Ende spitz zulaufen. Ein Pinsel kann helfen, die Haare richtig anzuordnen. Außerdem glättet es die Linien, die du gerade gezeichnet hast. Super. Okay, du kannst das jetzt zurückhaben. Hey, vielleicht sollte ich diesen Trick auch mal ausprobieren. Wow, echt schön. Oh, ich bin neidisch. Hey, zieh dir das hier rein. Beeindruckend, oder? Ist das alles? Naja, ich habe ein Diamantenlächeln. Das ist doch unglaublich. Oh, ich hab's. Das wird Luna beeindrucken. Juwelen in meinem Haar. Wie findest du das, Luna? Hör schon auf. So sollte sie aber nicht reagieren. Oh nein, es ist abgefallen. Das ist so peinlich. Na dann schau mal her. Wow, was ist das? Du klemmst die Juwelen in dein Haar. Cool, oder? Man kann auch die Farben ändern. Wow, das ist echt cool. Allerdings. Ich liebe diesen Style. Aber, mein Haar ist so langweilig. Wow, hier ist es aber hell. Ich bin geblendet. Meine Augen. Ach, schon besser. Oh, wow, so viele schöne Frisuren. Die sind richtig schön. Ich will eine neue Frisur. Nur welche? Ich probiere mal was aus. Wo ist die Schere? Okay, bin bereit. Sei tapfer, das sind nur Haare. Also, an deiner Stelle würde ich das nicht tun. Glaub mir, ich weiß, wovon ich spreche. Gib mir die Schere. Das war echt knapp. Oh, ich werde nie eine neue Frisur haben. Oder etwa doch? Ich habe da eine Idee. Mit einem Haargummi binde ich diesen Zopf. Reicht. Und nun Zeit zum Abtrocknen. Ich liebe diesen Look. Eine tolle Regenbogenfrisur. Ich muss gleich los. Jetzt aber schnell. Wie sehen meine Haare aus? Sollte ich mal was anderes ausprobieren? Moment. Beim letzten Mal ging das nicht so gut aus. Autsch! Das tat weh. Warum mache ich das eigentlich? Das Kabel ist verheddert. Ah!
Was ist denn da passiert? Nein, das ist nicht gut. Das war's erstmal mit Locken. Gibt's irgendeinen Weg für Locken, ohne einen Lockenstab zu benutzen? Vielleicht mit diesen Klammern hier. Ich versuch's mal. Ich leg meine Haare über den Wäscheständer und wickle sie um die Stange. Mit den Klammern halte ich die Haare fest. So, hoffentlich klappt das. Ja, es mag blöd aussehen, aber es wird toll aussehen. Na, dann zeigt euch mal her, meine Löckchen. Fühlt sich komisch an. Wow, das sieht toll aus. Zeit zu gehen. Wow! Oh, der Lockenstab hat's echt auf mich abgesehen. Schau mal her. Wow, tolles Armband. Was, dieses alte Ding? Das ist echt schwer wegen den Diamanten. Süß. Ich sollte mal meine Haare richten. Gefallen dir meine... Ich muss nur kurz an meinem Spind vorbei. Oh, er ist so süß. Bye, bye. Wir sehen uns später, Süßer. Ach du meine Güte, er ist da drüben. Hi. Er hat mich nicht mehr bemerkt. Das ist nicht fair. Oh, weint sie da drüben? Macht sie. Ob ich da wohl was tun kann? Ich weiß, dass sie in Jared verknallt ist. Weißt du was? Ich werde mit dir reden. Hey, weinst du etwa wegen Jared? Schau mal, ich glaube, ich kann dir helfen, seine Aufmerksamkeit zu erregen. Das ist richtig. Nimm meinen Armreif und mach genau das, was ich dir sage. Okay, das kann ich machen. Oh, ich hoffe, das funktioniert. Na gut, zuerst muss ich mein Knopfhemd ausziehen. Und dann sagte sie, dass ich es verkehrt herum anziehen soll. Okay, das habe ich geschafft. Jetzt kommt der Armreif. Dieser Teil könnte ein bisschen knifflig werden. Ich muss die beiden Enden hinter mich nehmen und durchstrecken. Dann muss ich ziehen, bis es schön fest sitzt. Jetzt muss ich die Enden vorne noch ziehen. Ich habe nur den Bereich mit dem Kaugummi abgeschnitten. Ja, genau wie ich es mir vorgestellt habe. Schau mal, probiere es an. Okay. Was soll ich damit machen? Beruhige dich und dreh dich um, bitte. Siehst du? Steck sie einfach rein. Ha, das ist tatsächlich niedlich. Ah, aber ich habe immer noch keine Hose. Hier, du kannst meine Jeans haben. Du siehst super süß aus. Puh, ich bin so froh, dass das geklappt hat. Okay, ja, du kannst reingehen. Oh, sieht aus, als gäbe es eine kleine Schlange, um reinzukommen. Ich hoffe, das Warten dauert nicht zu lange. Yay, die Schlange bewegt sich weiter. Wow, sehr schön. Geh einfach durch. Nein, nö, auf keinen Fall. Was? Naja, egal, ich will auch gar nicht rein. Die Leute müssen einfach lernen, sich besser zu kleiden, wenn sie rein wollen. Als ob der etwas zu sagen hätte und sein Anzug ist so langweilig. Warte, vielleicht probiere ich diesen Look mal aus. Ich sagte nein. Ich muss doch irgendwas tun können, um da reinzukommen. Ich muss nur noch diese Aufgabe beenden, dann ist Mittagszeit. Wow, Annie sieht so gut aus. Wow, Annie, dein Haar ist so lockig. Danke, ich wollte mal was Neues ausprobieren. Oh, Annies Haare sind spektakulär. Annie, das steht dir ganz ausgezeichnet. Oh, hör auf, jetzt fängst du an zu flirten. Mein Haar ist einfach nur langweilig und platt, wie immer. Hey, ich glaube, dieser Stift könnte mir helfen, das zu ändern. Ich wickle einfach die Haare drum und warte einen Moment. Tada! Das hat wohl nicht funktioniert. Jetzt bin ich wieder total deprimiert. Oh, wir sollten lieber wieder lernen. Okay, ich versuche mitzuschreiben. Mist, mein Stift schreibt nicht. Ich werde ihn anpusten, das hilft meistens. Hey, hast du einen Stift, den ich mir leihen kann? Oh, sorry, das ist der einzige, den ich habe. Eva, kannst du mir einen Stift leihen?
Oh, du siehst zu traurig aus. Mein langweiliges Haar hat mich deprimiert. Oh, ist das alles? Ich kann dir helfen, Locken zu bekommen. Schau, zuerst nehme ich nur eine Strähne. Ich benutze zwei Finger und wickle deine Strähne um sie herum. Dann ziehe ich das Ende durch. Und ziehe es etwas nach unten, damit es fest sitzt. Das sieht so einfach aus. Ich kann es kaum erwarten, die Locken zu sehen. Halt, zieh es noch nicht raus. Du musst mindestens eine Minute warten. Okay, ich zähle die Zeit runter. Okay, jetzt löse ich es. Wow, ich kann nicht glauben, wie lockig sie sind. Jetzt habe ich einen Kopf voll lockiger Haare. Eva, das steht dir total gut. Danke, Anni. Ohne dich hätte ich das nicht geschafft. Immer wieder gerne, Eva. Und jetzt zurück zum Flirt. Warte, wo ist er hin? Oh, ihr wollt mich doch verarschen. Das passt einfach zusammen. Ohne mich hätte sie nicht diese Haare. Ein anderer Tag, eine andere Unterrichtsstunde, habe ich recht? Wenn nur ich das, oder sehen diese beiden Rucksäcke genau gleich aus? Mann, den hätte ich aber nicht gekauft, wenn ich gewusst hätte, dass alle anderen in der Schule ihn auch haben. Ein blöder Rucksack. Oh oh, sieht so aus, als würden diese Mädels auch im exakt gleichen Bürobedarfsgeschäft einkaufen. Man sagt, Nachahmung sei die aufrichtigste Form der Schmeichelei. Hast du nicht gemerkt, dass ich meine Haare im gleichen Stil wie deine gestylt habe? Es reicht, das lasse ich mir nicht mehr gefallen. Ich kann vielleicht keinen neuen Rucksack kaufen, aber ich kann meine Haare ändern. Zumindest für heute. Wenn ihr einen Pferdeschwanz habt, nehmt kleine Strähnen und wickelt sie um euren Lockenstab. Haltet es nur ungefähr 10 Sekunden lang. Schon bald werdet ihr wunderschöne Locken haben. Das ist doch mal ein schnelles Umstyling. Ja, Lana, du siehst toll aus und völlig anders als vorher. Okay, versuchen wir es nochmal. Wow, deine Haare sehen wunderschön aus. Wie hast du das denn so schnell gemacht? Ach, weißt du, nur eine kleine Locke hier und eine kleine Locke da. Jedes kluge Mädel weiß, dass ein schneller Haarwechsel dazu führen kann, dass man sich wie eine ganz neue Frau fühlt. Oh, wie spät ist es? Oh nee, ich habe verschlafen. Oh, ich wusste, ich hätte gestern Abend früher ins Bett gehen sollen. Okay, ich habe gerade genug Zeit, um mich fertig zu machen. Wo soll ich anfangen? Wo soll ich anfangen? Ja, das ist eine Möglichkeit. Oh, du siehst wirklich toll aus, Bella. Aber vielleicht könnten deine Haare noch eine letzte Verschönerung gebrauchen. Ja, diese entzückenden kleinen Katzenohren sind der perfekte Weg, um diesen Look zu vervollständigen. Und jetzt mal das Outfit auswählen. Okay, dieses einfache weiße T-Shirt könnte funktionieren. Und dieser rote Schal ist ziemlich schick, aber für den Unterricht zu übertrieben. Wie die meisten Mädchen bereits wissen, ist es immer besser, sich anzuziehen, bevor man sich schminkt. Seht ihr, was ich meine? Oh Mann, ich habe überall Make-up auf meinem weißen Shirt. Ihr könnt dieses super nervige Szenario vermeiden, wenn ihr nur wollt. Ihr müsst nur ein paar Schritte zurückgehen. Okay, genau hier anhalten. Aber dieses Mal ist es vielleicht besser, den Schal nicht so schnell zu verwerfen. Bevor ihr euer T-Shirt über euer frisch geschminktes Gesicht zieht, verwendet einen Seidenschal wie diesen, um es zu schützen. Legt ihn einfach über euren Kopf, wenn ihr euer Shirt anzieht und voilà! Bellas Haare und Make-up sind immer noch perfekt!